Assalamu alaikum. Seit der verstärkten Zuwanderung nach Deutschland macht es den Eindruck, so gegen 2015, um das Jahr 2015 herum, macht es den Eindruck, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Messerattacken und Messerattentate häufig zugenommen haben. Es wird ständig darüber diskutiert und alle paar Wochen sieht man einen neuen Fall in den Medien. Und was man in der öffentlichen Wahrnehmung ebenfalls erkennen kann, ist, dass es sich bei diesen Messertätern oder Attentätern häufig um Menschen eben aus jenen Ländern handelt, aus denen diese Flüchtlingswellen gekommen sind, aus Syrien, Afghanistan, teilweise auch aus den sogenannten Maghreb-Staaten. Es ist aber wichtig, das Ganze ein bisschen differenziert zu betrachten. Wie dem auch sei, dieses Video soll keine Distanzierungserklärung sein. Das bedeutet nicht, dass ich diese Tat gutheiße oder sie oder in auf irgendeine Art und Weise mit den Tätern harmoniere. Es ist keine Distanzierungserklärung, denn eine Distanzierung von einer Tat ist dann notwendig, wenn sie mich, meine Glaubensgesinnung, meine Denkgesinnung oder die Mehrheit meiner Gemeinschaft repräsentiert, was in diesem Fall nicht der Fakt ist. Dieses Video richtet sich vielmehr an Muslime, die möglicherweise ähnliche Gedankenmuster wie diese extremistischen Täter hegen oder eine gewisse Sympathie für ihre Motive empfinden. Warum keine Distanzierungserklärung? Warum distanzieren wir uns nicht permanent von Dingen, die irgendein Hans oder Peter in Deutschland praktiziert? Die häufige Forderung nach Distanzierung kann einfach problematisch sein, oder beziehungsweise sie ist problematisch, da sie implizit eine Kollektivschuld suggeriert. Andernfalls wäre ja eine kollektive Distanzierungserklärung sinnlos. Es ist eine gewisse kollektive Schuldzuweisung da und deswegen muss sich jeder auch einzeln distanzieren. Dies kann natürlich auf eine überproportionale Berichterstattung über Täter diesen Hintergrunds zurückzuführen sein, also dass eine derartige Kollektivschuld in der öffentlichen Meinung aufkeimt oder eben einfach, dass das irgendwie empfunden wird. Aber Tatsache ist, dass es gibt mehrere Tatsachen, die man nicht bestreiten darf. Eine davon ist, dass laut offiziellen Statistiken gab es im Jahr 2023 um die 8000 Messerangriffe, wovon ein Großteil auf häusliche Gewalt zurückzuführen ist. Also in den engsten Kreisen passiert ist, zu Hause, bei Familiendilemmas, Eheproblemen, Partnerproblemen und so weiter. Außerdem kann die ständige Aufforderung zur Distanzierung zu einer Verdächtniskultur führen, die nämlich genau das hervorbringt, nämlich Täter. Es führt nämlich dazu, dass Menschen, die kollektiv beschuldet werden oder unter kollektivem Verdacht stehen, was im größten Teil eben Muslime sind oder Menschen allgemein mit Migrationshintergrund, das Gefühl permanenter Beobachtung bekommen. Und das führt wiederum zur Entfremdung, zur Isolation und in manchen Fällen führt das auch zu einer gewalttätigen Radikalisierung. Damit soll aber natürlich nicht auf der anderen Seite negiert werden, dass es ideologisch motivierte Attentate oder eine Gutheißung dieser Form von Gewalt unter einem kleinen Teil der muslimischen Gemeinschaft gibt. Das kann man nicht bestreiten. Es wäre realitätsfern und kontraproduktiv, diese Tatsache zu
bestreiten oder diese als Verschwörung abzutun. Das ist nicht korrekt. Es gibt derartige Täter und es gibt diese Ideologie. Das ist Tatsache. Aber darüber soll es hier nicht handeln. Ich möchte hier einfach mal ganz kurz und knapp aus islamrechtlicher und islamtheologischer Perspektive dieses Thema kurz beleuchten. Auch wenn für die meisten Muslime sollte das etwas Selbstverständliches und Triviales sein. Dennoch bietet sich oder ist eben gerade aufgrund dieser Taten ein Anlass da, um das nochmal zu erwähnen. Und die Frage ist nämlich, ist die Ermordung von Nicht-Muslimen in ihren Ländern, nicht an der Front, wir reden nicht von Kriegssituationen, in einer Kriegssituation, wenn sich zwei Armeen aufeinandertreffen, dann gehört das Töten und Sterben dazu. Wir reden nicht von dieser Art von, wir reden nicht von dieser Art des Zusammenstoßes, sondern wir reden davon, von Meuchelmord, von hinterhältigem Mord, von willkürlichem Ermorden, willkürlichem Ermorden von Zivilisten, ohne klare Motive, ohne klare Ziele. Ist diese Form von Ermordung der Nicht-Muslime in ihren Ländern eine legitime Handlung? Sei es zur Vergeltung für Unrecht gegen Muslime, wie es hier behauptet wurde bei dem Fall in Solingen. Der IS hat diese Tat für sich beansprucht, was sie aber bei jedem Attentat in der Regel tun. Sie beanspruchen alles für sich, was etwas suspekt und zweifelhaft ist, aber gut, vielleicht möchten sie einfach überall punkten, wo sie auch nur können. Bei diesem Fall wurde ja ebenfalls konkret erwähnt, dass es ein Racheakt war für das, was den Muslimen in Palästina angetan wird. Sie reagieren also auf ein bestimmtes Übel, das sie auf die eine oder andere Art und Weise damit eindämmen möchten. Das Unrecht, das den Muslimen in Palästina widerfährt, ist unbestreitbar ein Unrecht und dem muss man entgegenwirken. Aber ist das eine legitime Form des Widerstandes? Ist das die Lösung für den Palästina-Konflikt? Rational betrachtet ist es absolut absurd, denn es kann und darf nicht sein, dass man etwas Verwerfliches verändern möchte und dadurch eine Reihe von weiteren verwerflichen Taten auslöst oder etwas weitaus Verwerflicheres tut. Es darf kein größeres Übel entstehen als das, was man beseitigen möchte. Und das ist ein dem Konzept Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy an al-Munkar zugrunde legendes Prinzip. Deswegen sagt Ibn Qayyim in seinem Buch I'lam al-Waqi'in, er sagt folgendes hier. Er sagt, فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرُ أَرْبَعُ دَرَجَاتِ الْأُولَى أَنْ يَزُولَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ والثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته والثالث أن يخلفه ما هو مثله والرابع أن يخلفه ما هو شر منه. Die Verhinderung des Verwerflichen hat vier Stufen, also der sogenannte Nahy an al-Munkar. Erstens, dass es verschwindet und durch sein Gegenteil ersetzt wird. Das heißt, man wirkt dem Verwerflichen, dem Übel entgegen und führt oder löst aus, dass das Gegenteil vom Übel
oder dass das Übel durch das Gegenteil davon ausgetauscht wird, nämlich durch den Maruf, durch eine Tugend. Zweitens, die zweite Stufe ist, dass es abnimmt. Das heißt, man wirkt dem entgegen und durch dieses Entgegenwirken nimmt das Übel ab, auch wenn es nicht vollständig verschwindet. So, das sind die ersten zwei. Die nächsten zwei, drittens, dass es durch etwas Ähnliches ersetzt wird. Das heißt, wir tauschen ein Übel durch ein anderes ähnliches Übel aus. Es ist weder besser noch schlimmer, es ist einfach ein anderes Übel. Viertens, dass es durch etwas Schlimmeres ersetzt wird. Okay, das sind die vier möglichen, potenziellen Möglichkeiten, die sich hierbei ergeben. Wie sieht es dann mit der Umsetzung aus? Oder mit der Statthaftigkeit dieser vier Stufen? Wo darf man wirken, wo darf man nicht entgegenwirken? Er sagt, die ersten beiden Stufen sind vorgeschrieben. Also, dass man das Übel entweder gänzlich verhindert und durch das Gegenteil austauscht, wenn man dazu in der Lage ist. Oder eben, dass man das Übel verringert, auch wenn man es nicht gänzlich verändern kann. Man kann es nicht gänzlich verändern, aber man kann es zumindest verringern. Die nächsten zwei, nämlich, dass man ein Übel durch ein anderes austauscht. Auch hier wird Nutzen und Schaden abgewägt. Deswegen sagt er, das ist ein Gegenstand, der sich stiehlt. Und das vierte ist verboten, nämlich, dass man ein Übel durch ein größeres Übel austauscht. Sondern gibt er ein paar Spiele hier, die haben zwar jetzt nichts mit dem Thema an sich zu tun, also ich meine, die haben nichts mit den Messerattacken zu tun, aber es geht ja um das Konzept. Es geht um das Konzept und da sind die Beispiele völlig egal. Er sagt hier jetzt Folgendes als Beispiel: Wenn du siehst, dass lasterhaft und sündhaft Handelnde, yani Schatrand spielen, ein illegitimes Spiel spielen, sich mit nicht erlaubten Spielen beschäftigen, dann wäre es ein Zeichen mangelnden Verständnisses und Einsicht, sie dafür zu tadeln oder sie eben davon abzubringen, es sei denn, du kannst sie zu etwas führen, das Allah und seinem Gesandten lieber ist, wie eben andere Beschäftigungen wie Bogenschießen, Pferderennen und dergleichen. Tätigkeiten, die den Intellekt des Menschen pflegen, ihn geistig stärken oder körperlich, physisch stärken. Das sind Handlungen, die löblich sind, in Ordnung sind. Und wenn du siehst, dass das lasterhafte Sünder sich zur Vergnügung und zum Spaß oder zum Hören von Gesang und Musik, Gepfeife und Händeklatsch versammeln, so ist das Ziel, sie davon weg davon zum Gehorsam oder zur Gehorsamkeit gegenüber Allah zu führen. Wenn das nicht möglich ist, ist es besser, sie dabei zu belassen, als sie zu etwas zu bringen, das noch schlimmer ist, denn ihre gegenwärtige Beschäftigung hält sie von Schlimmerem ab. Da gibt noch ein anderes Beispiel, das hat jetzt mit der, das hat mit dem, ich nenne es mal, eine andere Art von Unterhaltung. Ebenso, wenn ein Mann sich mit frivolen Büchern und dergleichen beschäftigt und du befürchtest, dass er, wenn du ihn davon abbringst, sich Büchern der Irrlehren, des Irrglaubens zuwenden könnte, so lass ihn bei seinen ersten Büchern. Letzten Endes erwähnt er einen Vorfall mit Ibn Taymiyyah. Er sagte: Ich ging zur Zeit der Tataren mit einigen meiner Gefährten an einer Gruppe von ihnen vorbei, die Wein tranken. Einer meiner Begleiter wollte sie tadeln und davon abbringen, aber ich hielt ihn davon ab und sagte zu ihm: Allah hat den Wein verboten, weil er vom Gedenken an Allah und vom Gebet abhält. Diese Leute hält der Wein davon ab, Menschen zu töten, Kinder zu versklaven und Besitz zu rauben, so lass sie dabei. Lass sie. Weil das, wenn sie nicht hiermit beschäftigt sind, würden sie eben den anderen Beschäftigungen nachgehen, die
ein deutlich größeres Übel darstellen. So, das ist ein Punkt. Und in diesem Sinne kann man ja ganz einfach abwägen, also es ist äußerst offensichtlich, welche katastrophalen internationalen Folgen und besonders auf der europäischen Ebene derartige Handlungen haben und zu welchen Verschärfungen sie führen, Bedrängnissen, Vertreibung der Muslime oder ja, zu was sie führen können. Also, dass diese Handlungen immer wieder Öl in ein bereits bestehendes Feuer gießen, ist mittlerweile offensichtlich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Muslime Abkommen und Verträge mit den Ländern haben, in denen sie sich befinden und aufhalten, in denen sie leben. Und dies verpflichtet sie zur Einhaltung der Abmachungen und zum friedlichen Zusammenleben. Deswegen sagte der Gesandte Allah, es ist ein Hadith von Abdullah ibn Amr, من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. Wer einen Vertragspartner tötet, wird nicht den Duft des Paradieses riechen, obwohl sein Duft aus einer Entfernung von 40 Jahren wahrgenommen werden kann. Al-Imam al-Shafi'i sagt in seiner, ich nenne es mal Enzyklopädie des Fiqh, er hat ein äußerst großes Werk in seiner Rechtslehre verfasst, nämlich das Kitab al-Umm. Er sagt darin: وَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَقَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْهُ فِي أَمَانٍ فَهُمْ مِنْهُ فِي مِثْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فِي أَمَانِهِمْ إِلَّا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ. Wenn ein Muslim das Dar al-Harb, also das Dar al-Harb ist ein in der Terminologie des Fiqh, der islamischen Rechtslehre, ein Staat, mit dem das muslimische Reich, der muslimische Staat, keinerlei Abkommen und Verträge hat. Sich in keinerlei Bündnis mit ihnen pflegt. Er sagt, wenn ein Muslim das Dar al-Harb mit einem Sicherheitsversprechen betritt, wie Aman, Sicherheitsversprechen, und in der Lage ist, etwas von ihrem Besitz zu nehmen, so ist es ihm nicht erlaubt, irgendetwas davon zu nehmen, sei es wenig oder viel. Das heißt, keine Diebstähle, nichts entwenden, nicht betrügen, nicht hintergehen, das alles ist, ja, wenn das jemand macht und sich darüber bewusst ist, dass er etwas tut, was nicht legitim ist, dann ist er wie alle anderen, die Dinge tun, über die sie wissen, dass es nicht erlaubt ist. Aber das zu rechtfertigen und zu legitimieren ist eine Nummer größer als die Handlung selbst. Zu sagen, dass das statthaft sei, und das ist leider der Fall bei den einigen der Fangemeinschaft des IS, dass sie dies für legitim halten. Das sind alles sehr skurrile Konzepte, in denen einfach die Zutat dieser Konzepte ist ein riesengroßes Stück Unwissen gepaart mit einem noch größeren Stück an Neigungen und persönlichen Interessen und Gelüsten. So, er sagt, denn wenn er unter ihrem Schutz steht, so stehen sie unter seinem gleichen Schutz. Zudem ist ihm in ihrem Schutzbereich nur das erlaubt, was ihm auch vom Besitz der Muslime und der Schutzbefohlenen erlaubt wäre. Wenn dies also für den Besitz gilt, so gilt es umso mehr für das Leben, das im Islam allgemein höher bewertet ist als der Besitz.
Besitz wird aufgeopfert zur Wahrung des Lebens und nicht umgekehrt. Gewalttaten gegen Nichtmuslime haben daher keine theologische Rechtfertigung. Gewalttaten gegen Nichtmuslime in ihren Ländern, von dort lebenden ansässigen Menschen, Flüchtlingen, eingebürgerten Menschen oder was auch immer, diese haben keine Rechtfertigung. Wie gesagt, sie basieren entweder auf Unwissenheit oder eigentlich basieren sie häufig auf Unwissenheit, gepaart mit impulsivem Enthusiasmus. Und das ist wichtig zu verstehen, dass viele IS-Sympathisanten oder seien sie nicht vom IS, es gibt ja auch Einzelgänger, die sich aus irgendeinem Grund nicht dem IS hinzugezogen fühlen, weil sie vielleicht noch extremer sind, sei es in ihrer Theologie oder in ihrer erträumten Praxis, in ihrer Utopie. Das sind oft unwissende Impulstäter. Während der Hochphase des IS war ich in Tunesien und viele Leute aus der Umgebung, damals jüngeren Männern, Heranwachsenden, die gerade seit wenigen Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben in Berührung mit dem Islam gekommen sind, sind sofort auf den Trip des IS gekommen und viele sind dorthin gegangen. Viele sind dorthin gegangen und viele sind nicht mehr zurückgekommen. Viele sind dort umgekommen. Und das waren Menschen aus Tunesien, sind sehr viele dorthin gegangen und haben sich sehr viele dem IS angeschlossen. Und Tunesien war ein Land, das mit harter Faust regiert wurde. Es gab enorm viel Restriktionen, es gab viel Tyrannei, Unterdrückung und die Ausübung oder das Lernen und jegliche Beschäftigung mit dem Islam wurden nicht toleriert. Das Land sollte mit Zwang säkularisiert werden, nicht nur auf Ebene des Staates, man wollte auch dem Volk alles auswaschen aus dem Hirn. Und als dieses Regime gestürzt ist und die Menschen dann, die Jugendlichen besonders, zum ersten Mal in Berührung gekommen sind mit dem Islam, öffentlich, ohne Angst, hat sich dieser Tumor auch dort verbreitet, weil es eben den besten Nährboden dargestellt hat. Es war ein idealer Nährboden für die Verbreitung dieser Ideologie. Besonders wenn man eben betrachtet, dass diese Menschen äußerst frustriert sind, unter anderem auch von ihren Regierungen, der Unterdrückung, die sie erlebt haben. Und das kann unter anderem ein Nährboden sein dafür, dass sich derartige Extreme unter ihnen eben festsetzen und sich verbreiten können. Der Schaden, den die muslimische Gemeinschaft in Deutschland, nicht nur in Deutschland, allgemein in Europa, durch die Häufung solcher Taten erleiden kann, ist unberechenbar. Solche Vorfälle liefern Material für rechtsextreme Gruppierungen. Sie geben ihnen die Rechtfertigung für ihr Gedankengut, für ihre Ideologien. Der letzte Messerattentat in Mannheim. Genau das hat diese Gruppe gebraucht. Es gibt keine bessere Rechtfertigung, als dass eine politisch-ideologische Bewegung anhand von extremer Selbsterfahrung, die sie gemacht hat, in diesem Fall eben der Repräsentant dieser Gruppe, der auf dem Mannheimer Platz abgestochen wurde, das ist das Beste, was er haben kann für seine politische Agenda. Sie können diese Taten instrumentalisieren für ihre Ideologie. Und das führt auch zur Verschärfung der gesellschaftlichen Stimmung. Und das wird sich für Muslime in Deutschland bemerkbar machen und auch zu einer weiteren Polarisierung führen.
Das Gefühl der Unsicherheit wird auf allen Seiten zunehmen. Muslime werden jetzt verunsichert sein. Das ist immer die Folge davon, wenn etwas derartiges passiert, weil sie dann wissen, jetzt wird wieder mit allen Fingern auf uns gezeigt. Sie fühlen das auf den Straßen. Sie fühlen sich isoliert. Sie fühlen sich in Generalverdacht, unter Generalverdacht gestellt. Das Gefühl der Unsicherheit wird sich auf allen Seiten verbreiten und zunehmen. Dabei sind die meisten Menschen, die in den letzten Jahren in dieses Land geflüchtet sind, gerade vor Angst und Schrecken geflohen, um Sicherheit für sich und ihre Angehörigen zu finden. Oder Stabilität. Auch wenn wir in unserer Gesinnung, in unseren Werten nicht mit allem in diesem Land übereinstimmen mögen, ist Sicherheit ein sehr wertvolles Gut, das nur jene wirklich zu schätzen wissen, die Angst und Schrecken erlebt haben, die das Fehlen, dieser Komponente erlebt haben. Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen neben Essen und Trinken. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, in der Surah Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. So sollen sie den Herrn dieses Hauses anbeten, dienen, der ihnen Speise gegeben hat gegen den Hunger und ihnen Sicherheit gewährt hat vor der Furcht. Wenn wir Sicherheit in diesem Land fördern, profitieren wir als erstes davon. Wer also solches extremistisches Gedankengut hegt, der sollte seine Gesinnung hinterfragen und weitsichtig abwägen, welchen Schaden er damit verursacht. Hada wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum.